Oh, ich sollte mal meine Shards auspacken. Wegpacken. Und wir werden gleich nochmal einen Cut machen. Ah, da, mein Cobblestone, der ist ganz wichtig. So, wenn ich wieder oben bin, machen wir wieder kurz einen Cut, weil ich Cuts mag und deswegen mache ich rein aus Prinzip Cuts. Einfach damit ich mal was gecuttet habe und mich dann nachher bei der Wiederbearbeitung freuen darf, dass ich gerade wieder gecuttet habe. Nicht. Einfach so. Tim, du kannst auch mal echt lachen, weißt du? Ich finde es echt schlimm, weißt du? Ja, das Geld gibt's mir dann aber morgen schon, ne? Ja, haben wir doch gerade besprochen. Mann, oh Mann. Alter. Oh, da sind Zombies. Und da waren Zombies. Ich bin an denen vorbeigelaufen und kassiere wahrscheinlich gleich den Schaden dafür. Du baust gerade eine... Oh, geil. Die ist schon fertig, die Treppe. Alter. Also jetzt baue ich gerade nur noch die Randen. Damit man da nicht so rausfallen kann. Alter. Danke. Das bringt's echt übertrieben. Ja, und jetzt danke, lassen, und dann sperrst du mich noch aus, ne? Ja, klar. Was hast du denn gedacht, ne? Ich bring mal die Shards weg. Hallo. Danke. SVD. Sozialfriedliches Deutschland. So. So, mein Tree Tab habe ich noch. So, ich werde jetzt nicht eher ruhen. Ja, warte, ich gucke jetzt nochmal. Ich wollte jetzt eigentlich gerade schon wieder das Cut machen, aber. Aber. Ich will jetzt unbedingt noch gucken, ob ich noch ein bisschen Sticky Resin holen kann. Also, wenn du siehst, dass die Bäume so ein bisschen Sticky Resin dran haben, dann sag mir Bescheid. Ich eile herbei. Und werde es abernten. Ich mach die Treppe gerade noch ein bisschen cooler mit Gelände und so. Geländer. Mit Gelände. Bitte mach's bitte mit Gelände. Schnauze. was mach ich? Ne? Alter, jetzt habe ich schon wieder ein Blatt abgebaut. Und das bin ich verwirrt. Ah ne, ist doch das. Verwirrt. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug. Ich habe noch zwei Sticky Resin, ich brauche noch zwei Stück. Alter, eigentlich sollte man hier die Platte abhaken. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal. Und blub. Alter, ich kletter mal da jetzt drauf. Stimmt, mit Smart Moving kann man ja auch einfach auf Bäume draufklettern, falls man irgendwas machen will. Und ja. Also Tim, ne? Diese Gummibäume hast du schon verstanden. Ja, dieses Resin da droppen. Ja, das braucht man. Tree Tap. Ja, das macht man da aus Holz und so, ja. Da weiß ich schon Bescheid, mein Kollege. Also dann kann im Extractor kannst du das Ganze halt vermehren. Also ich weiß nicht, was man mit dem Pulverizer machen, den haben wir bei uns. Das ist gemacht. Der Macerator vom anderen Mod. Also nichts Weltbewegendes. Also der ist besser. Aber sonst. Dann sollten wir mal den nehmen im Let's Play. Jo. Bei mir. Aber damit kann man halt keine Solarpanels machen. Also du kannst hier so. Aber die Treppe ist fertig. Alter. Wieso wächst der nicht? Wieso wächst ausgerechnet dieser Baum immer nicht? So, komm, jetzt wächst er. Ja, bam. Komm, ich brauch eine Quelle. Meine Quelle. Kann es sein, dass Quelle wieder da ist? Was? Quelle, kennst du nicht mehr? Ich glaube, nee. Ich glaube, es gibt Leute, die haben die Firma wiederbelebt. Also nicht dieselbe Firma. Meinst du die Wassermarke hier oder? Die Wassermarke? Was Quelle. Meinst du? Kennst du nicht diese? Kennst du nicht mehr Quelle? Oder gibt es bei euch gar nicht? Ihr da. Ne? Was ist das denn? Was machen die? Ja, die haben, ich weiß gar nicht mehr so genau, das war halt so ähnlich wie Otto oder Neckermann oder so. Boah, nee, Alter, auf keine Ahnung. Du kennst echt Quelle nicht. Naja, auf jeden Fall, die sind pleite gegangen. Ja, kennst du Wayne? Und der hat lange gebraucht, Alter. Ich wollte erst irgendeinen Namen sagen, der nicht stimmt, aber
Ja, nee, ich wollte jetzt einfach nur so ein bisschen ein Gesprächsthema aufgreifen. Und wir sollen ja so ein bisschen diskutieren. Und jemand hat vorgeschlagen, dass wir bei der, also eigentlich jemand ist immer einer. Habe ich gesehen. Der hat vorgeschlagen, dass wir Gesprächsthemen behandeln. Und das ist eigentlich eine sehr geile Idee. Ja, Also, Steinbrück oder Merkel? ich bin ganz klar für niemand, keinen von beiden. Also der Steinbrück, der sollte ja irgendwie jemanden da, eine schwarze Hausfrau, Putzfrau, illegal irgendwie so beschäftigt haben, ne? Ist ja jetzt rausgekommen. Also Davon so. habe ich noch nichts gehört. Aber Ja, jetzt generell sind die Frankfurter. der Steinbrück, ne? Der ist Zeppling! Ich habe manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, er hat jetzt nicht wirklich gelernt, wie man sich verhält, damit man nicht möglichst negativ auftritt. Weißt du? Ich meine, er hat gerade einen Skandal mit seinem Rehen hinter sich, wofür er Geld bekommt, ne? Was macht er danach, wo sich das wieder gerade so gelegt hat? Er fordert mehr Kanz für den, er fordert mehr Geld für den Kanzler. Das ist ja allgemein vielleicht richtig, aber gerade vielleicht in dem Moment unpassend, weil ich denke mal, die meisten Menschen, die meinen, Leute, die sich jetzt nicht so genau dafür interessieren, dann denken sie sich auch, was ist das für ein Idiot? Weißt du? Also ich bin klar für die Merkel. Auch wenn sie viele nicht mögen, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, aber... Ja, also die Merkel ist natürlich sympathisch, aber so jetzt, ich habe mich mit meiner Schwester auch nochmal, heute habe Warte, ich du kannst mir, auch schon wählen, ne? nee, ich kann noch nicht wählen, ich bin erst 17, aber ich habe mir den Wahl-O-Mat angeguckt, ne? Da kann Ja. man halt so bestimmte Sachen, und da haben wir uns angeguckt und da ging das mit der CDU, die war jetzt zwar relativ so in dem Bereich, den man hätte wählen können, aber da gab es ein paar Parteien, die waren zwar auch eher unbekannt, zum Beispiel die AfD. Kennst du die überhaupt? Nee. Die ist gegen den Euro, aber die, also natürlich würden wir die nicht wählen, weil, naja, gut, der Austritt aus der EU, also die wollen den Austritt aus der EU. Alter. Ja, aber so, das ist jetzt eher gewagt, aber jetzt so rein, also die anderen Themen, die sie besprechen, die haben sie eigentlich relativ gut beantwortet. Also relativ sinnvoll und schlüssig und auch So irgendwie. aus der EU raus, wo sind wir dann? Ja, also So Amerika wäre es geil. gibt schon Gründe, aus der EU rauszusteigen, aber es gibt auch viele Gründe dagegen. Sagen wir es so. Ja, dann sind wir. Eigentlich ist Deutschland ja so. Ist ziemlich von der EU abhängig. Aber Ja, und Deutschland ist ja so mitten in Europa, ne? Also so richtig. mittendrin. Ja, Ja, aber das das ist. Bullseye. Und dann sind wir nicht in der EU und das wäre sehr ein bisschen. Dann könnten die uns von allen Seiten könnten die uns richtig Ja, aber das wird. weghauen, Alter. Ja, aber das würde wahrscheinlich dann eher um andere Kriterien gehen, zum Beispiel mit dem Export und so. Da hätten wir nämlich ziemlich viele Probleme. Oh ja. Weil die ganzen Zölle, die dann für uns auferlegt werden würden und andere Müll. Aber letztendlich, ne? Du musst dir einfach mal überlegen, wir müssen jetzt für jedes Land hinhalten. Also jetzt Ja, mal so generell gesprochen, das Griechenland stimmt und nicht. auf jeden Fall ist es falsch, einfach zu sagen, pff, was sind das für Idioten, die haben einfach keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so eine Entscheidung, wo man hundertprozentig sagen kann, was richtig ist. Es ist so eine Ermessensentscheidung, weil man muss jetzt halt sich fragen, ob das weitergehen kann mit der EU. Und ich meine, die meisten sagen halt, ja, wir glauben daran, dass die EU weiterhin, dass die EU sich wieder aufbaut und die Krisen hinter sich bringt. Und diese Partei glaubt da halt nicht mehr dran, weil aus irgendwelchen, Ja, ja. also ich finde das auch ein bisschen blöd, so dass man irgendwie erst so, also ich habe ja nichts gegen Ausländer so, aber wenn man dann erst sich um die kümmert, aber das eigene Land dann irgendwie nicht wirklich läuft, so von wegen finanziellen und so, dann ist das auch schon ein Ja, bisschen. also ich meine, so, es gibt so, so der, ich habe mal so mit jemandem geredet, ja, und das sind unsere Steuergelder, die gehen jetzt an Griechenland. Und er sagt ja, aber du zahlst ja Steuern und was interessiert es dich? Du zahlst ja dadurch nicht mehr Steuern. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Steuern sollten ja eigentlich für unser Land eingesetzt werden. Ich meine, es gibt hier viel zu verbessern, weil rein so gesprochen, bei uns gibt es einfach keine Fußballplätze. Gibt's nicht.
Es gibt nur Vereinsplätze, wo kein Schwein, wo man nur drauf darf, wenn man in dem Verein ist. Habt ihr keine Bolzplätze? Die sind da. Ja, wir haben einen einzigen Bolzplatz bei uns in der Nähe und der ist ein Hartplatz. Und da will man einfach nicht spielen, weil das. Boah! Das geht einfach nicht, weil erstens mal du bist komplett von oben bis unten eingestaubt und danach zusätzlich hast du dann überwunden, weil ich meine, wenn du da einmal hinfällst und ich war Torhüter, Und bist du tot? das geht gar nicht. Und das, ich finde, das ist. Ich meine, Spielplätze zum Beispiel, die haben wir überall. Davon haben wir wirklich genug. Hier, guck mal Und. gerade unten in der Höhle, hier im Lager. Ja. Da ist irgendein Erz, was ich gerade nicht erkennen kann. Ja, baust einfach ab. Ich hab Stein. Oh. Ember. Ja, auf jeden Fall gibt's dann halt bei uns so gut wie gar keine richtigen Plätze. Dann müssen wir halt noch weiter wegfahren, damit wir halt zu so einem Kunstrasenplatz kommen, der sehr klein ist, aber das geht ja dann noch, weißt du? Aber das sind zum Beispiel Sachen, dafür würde ich sagen, dafür könnte man mal Steuergelder verwenden. Und letztendlich würde man dadurch noch viel mehr erreichen können, weil die meisten Jugendlichen tun Scheiße, weil sie Langeweile haben, weil sie nichts zu tun haben. Oder? Ja. Schätze ich mal. Das Ja, ist. oder wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, okay, das hat jetzt zwar nichts mit Parteien oder so zu tun, aber irgendwer muss doch mal die Schulen einfach mal interessanter gestalten. Da könnte man auch Steuergelder Alter, mal reinfliegen. es gibt unser Schulsystem, also da muss ich echt kritisieren, das ist jetzt nicht wirklich gut. Also zum Beispiel, also eigentlich ist momentan das Schulsystem in Schweden am besten. Oder generell eher in diesen skandinavischen Ländern da oben, die haben ein sehr richtig, also haben ein richtig gutes Schulsystem. Und es gibt zum Teil so richtige Forscher, die dann die halt dann Systeme aufzeigen, wie man halt Schule besser gestalten könnte. Und das Ja, fängt. Und das ist. das damit, wenn Schule interessanter wäre, dann würden auch nicht mehr so viele Schwänzen, blau machen und sonst was. Ja. Es gibt zum Beispiel. Die heißt zum Beispiel Frau Birken. Jetzt habe ich den Namen. Birkenbiel, glaube ich. Birkenbiel hieß sie, glaube ich. Die sagt dann zum Beispiel, Vokabellernen ist vollkommener Schwachsinn. Und die zeigt die dann halt auf. Die ist eine Gehirnforscherin